Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Allee Vrima. Wir sind gerade als kleiner Omniraptor geschlüpft. Wir sind mitten auf dem Stein, so wie es aussieht. Also sollten wir im besten Fall nicht runterspringen. Man kann auf jeden Fall alle erkennen, die in unserer Familie sind. Sehen alle sehr gleich aus. Er will auch Hut haben. Das sieht immer aus. Aber ich glaube, wenn wir hier runterfallen vom Felsen, haben wir ein Problem. Also wir müssen echt aufpassen. Ich glaube, hier kommen wir nicht wieder hoch. Aber es ist natürlich ein schöner Spot, ne? Wenn jetzt andere Fleischfresser oder so kommen, sind die halt keine Bedrohung für uns, weil wir halt so hoch sind. Das ist eigentlich ganz cool. Hier können wir jetzt erstmal echt entspannen. Oh, was ist das? Eine Lunge, glaube ich, oder? Na, noch nichts für uns. Wir können, glaube ich, noch nicht selber essen. Ich glaube, das ist ein Herz. Aber können wir auch selber noch nicht essen. Wir sind übrigens ein Männchen. Und wir heißen Chase. Also wie die Verfolgung. Weil wir gut verfolgen können. Ich glaube, ab 25% kann man selber essen. Das heißt, ich werde gleich nochmal versuchen, bei 24 zu betteln. Dass wir nochmal einen vollen Magen haben. Okay, wir können nicht mehr betteln. Aber 24 geht schon nicht mehr. Krass. Ach, schade. Ist der Plan nicht aufgegangen. Aber wir sind ja noch relativ voll und wir haben halt die perfekte Diät. Das ist ganz gut. Oh, ich glaube, die gehen los. Ich glaube, wir machen eine Wanderung. Da laufe ich mal hinterher. Wir sind echt viele. Wir passen nicht mal alle in eine Gruppe rein. Wir haben mittlerweile zwei Gruppen. Also falls wir alle auswachsen, könnte das echt eine richtig gute Raptor-Gruppe und Familie werden. Oh, wir werden angegriffen. Das ist ein Cerato. Das sind mehrere Ceratos. Das ist gar nicht gut. Mr. Masketman wird halt voll gechased da. Ich bleib mal kurz hier im Busch. Ich hoffe, die sterben nicht. Ah, hier kann man auch trinken. Sieht zumindest so aus, oder? Ja, jetzt klappt's. Okay, hier kann man halt wirklich trinken. Das ist ja cool. Wieder was dazugelernt. Oh, da hat was erlegt. Da will ich was von absnacken. Weiß gar nicht, ob das was für die Diät ist. Aber ist leider genau das, was wir schon haben. Aber ist egal. Ein bisschen den Magen füllen ist immer gut.
sich alle draufstürzen. Ich werde mich aber nicht vollfressen, nur so ein ganz bisschen. Ich will noch Platz lassen für die anderen Diäten. Oh, da kommt irgendwas Größeres. Ceratus, so wie es aussieht. Oh, hier ist richtig viel. Stegos, Crocs. Müssen irgendwie auf den Felsen hier kommen. Ich glaube, hier sind wir erstmal safe. Das ist irgendwie echt weird hier gerade, dass sie auch alle so zusammenhalten, die Crocs, die Stegos und so. Ein ganz schönes Wirrwarr. Aber alles blutet, also da wird irgendwie die ganze Zeit reingebissen, glaube ich. Diese ganzen roten Punkte sind alle Bluttropfen. Oh nein. Knochen gebrochen. Nicht gut. Also an Food mangelt es hier auf jeden Fall nicht. Weil hier wurde irgendwie gefühlt alles niedergemetzelt. Hier liegen überall große Kadaver. Da können wir wirklich die ganze Familie ohne Probleme ernähren. Was will denn der Kano? Oh, das ist ein Hübsi. Der spuckt auf den Kano, wie gut. Oh, wir wandern los. Jetzt geht's Richtung Süden. Die Nacht haben wir ganz gut überstanden hier. Wir sind halt auch echt eine große Gruppe, was echt nice ist. Oh, hier wird gekämpft, glaube ich. Oh Gott. Ich glaube, die wollen den erlegen. Ich hab's nicht geschafft. Oh nein, einer von uns gestorben. Oh Gott, mich hat's auch erwischt. Au, 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 au. Ich hab ganz wenig Leben nur noch. Ich muss mich hinlegen. Oh Gott, war das lucky. Na, guck mal, ein Kano haben wir erlegt, so wie es aussieht. Trinken wir denn jetzt hier? Sind die verrückt? Eck ist lebensmüde.
Er macht einfach das Meat Shield für uns. Oh mein Gott. Aus dem Nichts. Da hat's irgendwen erwischt. Oh Mann. Oh, habe ich mich erschreckt. Sind mittlerweile übrigens bei 84% und 64% leben. Egg ist auch tot? Oh nein. Jetzt sind wir voll geschrumpft. Wir sind nur noch zu viert. Drei große, ein kleiner. Wir waren so eine schöne Gruppe. Hier ist ein ganz kleiner. Ganz kleiner Raptor. Was, Doriel? Ah, cool. Jetzt einfach alle wiederkommen. Aber ich bin das einzige Kind, was noch das Blut der Eltern hat. Aber cool, dass die beiden Eltern überlebt haben. Prozent. Auch fast ganz ausgewachsen. Ah, wir haben noch einen Raptor gefunden. Sehr schön. Oh, sogar einen großen. Ah, praktisch. Sehr gut. Unsere Gruppe wächst wieder. Können wir uns auch mal ein bisschen hier was gönnen. Oh mein Gott. Oh, das war fast der Papa. Ach, Gott sei Dank. Das war übrigens fast die Mama, nicht der Papa. Oh mein Gott, es hat da gewartet. Oh mein Gott. Dieses Croc. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Danach habe ich einen neuen Raptor angefangen, der auch wieder komplett und habe mich auf die Suche nach einer neuen Familie gemacht. Was jetzt nicht so rüberkam, ist, dass sie sagen wollte, der ist schon komplett ausgewachsen. Aber der Rest kam, glaube ich, ganz gut an. Oh, das ist ein ganzes Raptorrudel. Aber leider auf der anderen Seite. Aber wie viele das sind?
Jetzt erstmal den Bergsteiger hier nach unten machen. Und wir haben es geschafft. Oh, sehr schön. Das war ein guter Weg. Muss ich mir mal merken, die Stelle. Wie viele das sind, voll gut. Gott sei Dank. Ich hoffe, der Rest des Rudels kommt auch, ohne gefressen zu werden. Und mit unserem neuen großen Rudel haben wir uns dann direkt auf die Suche nach Beute gemacht. Und nach einer ganzen Weile sind wir dann auch fündig geworden. Da müssen wir jetzt anschleichen. Wir brauchen unbedingt Beute, am besten ein Baby. Da ist einer. Sehr gut, immer erstmal auf den Kleinen am besten. Aua! Oh, ich wurde von einem Raptor umgehauen. Au, 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 au. Boah, ich habe richtig Schaden bekommen. Oh Mist. Muss mich leider verstecken. Na, davon sind die beiden Tenos. Aber denen geht's auch nicht gut, also es kann sein, dass sie verbluten. Der eine hockt halt da hinterm Stein. Gunplay schleicht sich an, das ist gut. Sehr gut, Gunplay. Prozent, ein bisschen mehr hätte ich gerne. Oh, die schwimmen rüber. Sind beide rüber escaped. Wo wollen die hin? Wo sind die? Ich glaube, die haben da vorne Food. Ich gehe erstmal was essen. Ich habe ja kaum was.
Ich habe das alles nur so halb mitbekommen. Musste halt auch reconnecten. Ah, hier war ein Nest. Okay, wir haben das ganze Nest ausgerottet, so wie es aussieht. Verstehe. Hier quiekt doch ein kleiner noch. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Rip Baby. Einfach die Eltern gerippt oder vertrieben. Und dann das Baby war hier noch am Start. Ach, wie sad. Aber jetzt kriegen wir wenigstens noch was im Magen. Das ist ganz gut. Oh, ich glaube, die haben den Großen erlegt da unten. Sehr geil. Da gehe ich doch auch mal eben hin. Guck mal, einer liegt auch im Wasser. Einer ist da im Wasser und einer ist hier. Kann das sein, dass die runtergesprungen sind oder so? Weiß es nicht. Och, armes kleines Theno-Baby. Okay, wir adaptieren es. Komm, bitte. Ja, die Eltern sind tot. Jetzt müssen wir es adaptieren. Das tut mir so leid. Dann sind wir Richtung Nordwesten gegangen und dort haben wir noch ein weiteres Raptorrudel gefunden. Ah, da kommt ein Theno. Was will der denn? Ich wollte gerade sagen, attacken. Ah, die haben halt das Croc da, das ist gefährlich für uns. Okay. Und dann ging auch schon direkt der nächste Fight los gegen mehrere Kanus.
Was? Den hole ich mir jetzt. Hätte vielleicht den Kopf beißen sollen. Ja, hier in den Büschen ist halt schwer. Letztendlich sind dann aber nach und nach echt viele von unseren Raptoren gestorben. Wir waren am Ende nur noch zu dritt und haben uns dann auch entschieden, den Ort zu verlassen. Warum fast alle gestorben sind, lag hauptsächlich daran, dass die FPS so schlecht waren. Und dann wurden halt einige von Crocs erwischt, andere von den Kanus. Und ja, deswegen haben wir uns halt von diesem Ort verzogen und sind dann nochmal in den Süden gewandert. Aber andere Kanus kommen halt auch. Oh nein. Okay, er hat mich. Ich habe da schon wieder irgendeinen Fail-Pounce gemacht, glaube ich. Ja, mein Fehler. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe meinen Raptor-Mate getroffen oder so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das war eine coole Folge. Wir haben viel erlebt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und schreibt gerne nochmal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.